und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute für den Renault Range T ein Tuning-Add-on von Horses Modding. Und da ist so einiges mit dabei, das ich euch präsentieren möchte. Wir lassen mal das beim Sleeper, was wurscht ist, weil bei dem geht es dann ganz genauso. Ne? Also Sleeper oder Highsleeper, was wurscht, funktioniert alles das gleiche. Also wir haben hier auf alle Fälle schon mal ein Low-Deck. Das sieht schon mal ganz fresh aus, also Low-Deck-Add-on. Sogar mit extra Tank, also speziellen Tank hier. Ne? Und dann die 6x2 auch als Low-Deck und das zieht sich dann runter bis zur 6x4. Ne? Toll. Also das finde ich schon mal sehr gut. Also haben wir hier schon mal ein Low-Deck dazu. Tolle Geschichte. Das bleibt alles gleich. Das auch. Da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Das ist alles Interieur. Farben lassen wir mal einfach mal weiß, was wurscht ist. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Anbauparts. Hier haben wir unsere Spoiler. Die bleiben soweit auch erstmal dran. Hier haben wir unsere Tröten, das passt auch. Das ist alles hier SCS. Und dann haben wir hier vorne die Sonnenblende, die ist einmal so original Glas. Ich hoffe, dass man sehen kann, es ist wirklich Glas. Also sehr, man denkt, hier ist nichts, aber da ist schon was. Da ist es ein bisschen dunkler, da sieht man es gleich ein bisschen besser. Aber das andere ist wirklich sehr, 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 sehr hell. Das ist richtig Glas. Aber cool. Dann haben wir noch, hier haben wir noch lackiert oder Chrom, wenn ihr wollt. Hier unten habt ihr auch die Scheinwerfer, das sind die Originalen. Und dann habt ihr hier Gelb. Oder nur diese, warte mal, die sieht man jetzt hier, ja genau. Das wäre das Original, das ist dann hier weiß, diese Tagverlichter, diese vier Strahler, die würden dann hier gelb leuchten, das würde so aussehen. Oder er macht sie komplett gelb. Das müsst ihr dann selber entscheiden, ich lasse mal die Standard, weil so ganz in gelb ist ja meines Wissens nicht erlaubt bei uns. Dann haben wir hier noch Frontschutzbügel, die finde ich ganz schön, die sind dann auch lackiert, in Chrom oder lackiert. Die RT2 oder RT3 in Chrom und dann hier diese Standard Bügel von SCS. Den RT1 finde ich gar nicht so schlecht. Da sieht echt gut aus. Da kannst du hier noch ein paar Lampen reinbauen. Dann sieht es alles ganz cool aus, glaube ich. So, dann geht es auch schon weiter. Was haben wir unten hier noch? Kannst du noch eine Lichtbox reinbauen. Wenn gewollt und gewünscht. Hier ist nichts mit dabei. Teilweise lackiert. Das kann man lassen. Das ist dann auch Kunststoff. Das lassen wir auch. Dann haben wir hier noch lackiert. Was haben wir hier noch? Hier muss ein bisschen rumklicken, da ich nicht genau weiß, wo was versteckt ist. Also wir müssen ein bisschen suchen hier. Das macht aber nichts, ne? Chrom oder lackiert hier auch. Das, dann haben wir hier draußen. Haben wir noch jetzt hier diese sogenannten Trailerkabels. Und jetzt gibt es noch hier Pipes dazu als Auspuffanlage. Bei mir sind die jetzt hier grau hinterlegt. Kann sein, dass irgendein Anbaumod hier nicht funktioniert. Aber ich muss auch dazu sagen, finde ich vielleicht ein bisschen doof. Wieso? Naja, weil ich Lampen nicht in der Auspuffanlage anbauen würde, sondern vielleicht lieber hier am Spoiler. Entlang wäre es besser als wie jetzt hier an der Seite. Ne? Bei mir ist es jetzt hier gerade unterlegt. Ja, ist halt immer so. Ich mache jetzt hier mal eine Abdeckung hin. Das ist unser Standard hier. Dann habt ihr hier noch die Variante Plastik, Bar, Paint oder hier Chrom. Und dann, weil ich kann hier bloß die LED-Strom anbauen. Macht ja aber auch keinen Sinn. Ne? Das macht jetzt hier auch keinen Sinn, die anzubauen. Deshalb lasse ich die jetzt auch mal weg. Aber zumindest wisst ihr, dass hier dadurch die Möglichkeit noch besteht hier. Dann haben wir hinten noch was, nämlich hier unsere Rückleuchten. Da gibt es nämlich noch hier diese Double, also das Rückleuchten doppelt, die LED doppelt und hier dann auch nochmal. Das finde ich nämlich ganz cool eigentlich. Das wäre so Standard und jetzt haben wir es hier doppelt gemoppelt und ich finde das eigentlich ganz cool. Wirkt ja gleich wieder viel wuchtiger. So, was ich vergessen habe, war, es gibt noch fürs Lenkrad 6 verschiedene Varianten. In dem Fall ist hier dieses Rot-Dänisch-Plüsch. Na, das sieht so aus. Gibt es auch noch in Blau, in Grau, in Schwarz-Weiß. Also in verschiedenen Farben. 6 Stück sind es auf alle Fälle. Ne? Die könnt ihr dann auch hier noch nutzen. Ansonsten finde ich dieses Paket gar nicht so schlecht. Er kommt gut rüber. Und es wirkt jetzt natürlich ein bisschen wuchtiger jetzt hier alles. Und boah. Ne? Wieder ein bisschen was anderes. Mir gefallen die Bullenfänger zum Beispiel in der lackierten Variante sehr, sehr, sehr gut. Ne? Coole Sache. Kurzer Lichttest. Also ihr seht schon, unser Tagverlicht ist jetzt hier gelb in dem Fall. Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich. Und boah, das sticht gut ab zumindest. Ne? Weil ja jetzt oben die heller leuchten, sind jetzt auch orange, wenn ihr die nutzen wollt. Finde ich hier zumindest dann ganz cool aus hier. Hat was. Und wie schon gesagt, hinten jetzt noch mit den doppelten Rückleuchten. Das sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Doppelt gemoppelt. Man hätte, wie schon gesagt, die Möglichkeit noch bei der Auspuffanlage diese Lampen zu nutzen. Aber die sind bei mir gerade unterlegt. Vielleicht liegt es an irgendeinem
anbauen wird oder so, keine Ahnung. Obwohl ich eigentlich fast nichts drin habe. Wer weiß, was dahinter liegt ist. Kommen wir mal zum Fazit zum Renault Range T mit diesen ganzen kleinen Add-ons hier dazu. Für die Version 1.39. Ich finde sie echt nicht verkehrt, denn das Möbel, den Renault noch mal ein bisschen auf. Jetzt sieht man das im Interieur noch mal recht gut hier mit diesem Lenkrad, mit den 6 verschiedenen. Auch den ganzen Bullenfängern, die vorne mit dabei sind, in lackierter Variante, gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ich bin ja nicht so der Chrom-Fan, der eine andere weiß es ja. Deshalb finde ich das schon mal nicht verkehrt. Ansonsten funktioniert soweit alles, außer hinten an der Auspuffanlage, habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Müsst da gucken, ob es vielleicht bei euch funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich bei mir irgendwie an irgendeinem Mod oder so, weiß ich nicht. Ist jetzt aber nicht so schlimm, denn das, irgendwie passt es da sowieso nicht dran. An der Auspuffanlage kommen keine Lampen dran, sondern eher vielleicht am Spoiler. Hätte ich nämlich so auch noch nie gesehen. Außer jemand hat es vielleicht schon mal gesehen, dann darf es gerne kommentieren. Ich kenne es so nicht. Aber nichtsdestotrotz, ist ein cooler Mod, viele Sachen damit dabei. Das macht schon ein bisschen Spaß hier, ein bisschen dran rumzuschrauben. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, ansonsten lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Renault Range T Add-on. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.